Er ist übrigens da drüben. Wer bist du? Warum wolltest du mir in den Hintern treten? Ich bin Eliarit. Eigentlich große Kills, aber ich habe diesen Auftrag gekriegt. Oh, Hauptmann Mark, wie peinlich. Ich habe Halsschmerzen, deshalb kann ich nicht Trompete spielen. Ich bin stark erkältet, weißt du? Warum siehst du mich so an? Eine Erkältung ist eine schreckliche Krankheit. Ich fühle mich, als würde es mir die Kehle rausreißen, jedes Mal, wenn ich in meine Trompete blase. Also, wenn du mich spielen hören willst, dann bring mir wenigstens ein paar Kräuter von da drüben. Ich habe gehört, dass Silberbuschblätter besonders effektiv sein sollen. Warum ich sie mir nicht selber geholt habe? Ich wollte faulenzen. Still jetzt. Und hol mir einfach diese Kräuter. Wenigstens bist du ehrlich. Nun, das fühlt sich schon etwas besser an. Kennst du das Lied der Tapferkeit? Die Nationalhymne von Luthera? Nein? Dann hör zu. Selbst der tapferste Mann Lutheras kann nicht umhin, etwas nervös in seinen ersten Schlacht zu sein. Als ich ein neuer Rekrut war, spielte mir die erfahrenen Soldaten immer dieses Lied vor. Es hebt den Geist und beschleunigt deinen Herzschlag, musst du wissen. Du glaubst mir nicht, was? Ob du es glaubst oder nicht, meine Vorführung ist ziemlich hoch angesehen, also hör gut zu. Bisschen kurz, oder? Nun, wie hat dir das gefallen? Wenn es dir gefallen hat, warum lernst du es dann nicht selbst? Der Stolz von der Tiere, das Lied der Tapferkeit. Achso, das sind die Dinger. Achso, egal. Das wusste ich schon, bevor du zu mir kamst. Ich konnte die Soldaten bis hierher summen hören. Gute Arbeit. Ich wusste, dass dieser Maler faulenzen würde. Ich sollte ihm bald mal die Leviten lesen. Prinz Tirain befindet sich am hinteren Außenposten. Könntest du ihm berichten, dass das Training abgeschlossen ist? Ich würde ihn dein Game beruhigen. Was? Warum habe ich mich nur freiwillig für die Armee gemeldet? Weiß man nicht. Skins, Rossgegenstände, Materialienkarten. Oh, ich hab Titel. Sammlerstücke, Beziehung, Abenteuer, Foliant, Quest in Sicht. Reittiere, Codex, Community ist mir auch egal. Was sind Sammlerstücke? Beziehung, Abenteuerfoliant. Ach, hier ist das Ding. Okay, ich hab noch nicht mal 10%. Okay, gut. Mir erstmal egal und ich laufe ich überhaupt richtig, ja. Auf geht's zum Prinzen in den hinteren Hauslagern. Schauen wir mal, was das so wird hier jetzt.
vorbei? Mark ist wirklich großartig. Ich hätte das in so kurzer Zeit nicht geschafft. Es wäre mir unmöglich gewesen, all das in so kurzer Zeit zu bewerkstelligen. Ich muss noch so viel von jenen um mich herum lernen. Damit sind auch du und Pater Ärmel gemeint. Ich kann euch beiden gar nicht genug für eure Hilfe danken. Wir werden den Nachwuchs nach Legbar bringen. Dort werden wir uns mit dem Rest unserer Truppen zusammenschließen. Wir stünden tief in eurer Schuld, wenn du und Pater Ärmel uns begleiten könntet. Das Dorf hat einen wunderschönen See. Er ist die Reise wert. Gehe nach Legbar. Nee, jetzt gucke ich mich hier erstmal um. Wir haben zu viele verloren. Ja, finde ich auch. Und ich fand auch irgendwie mal diese Gegend jetzt viel zu schnell vorbei. Egal, geht's einfach. Jetzt den Boss. Warum auch immer ich jetzt die Bäume verprügelt habe. Und ab geht er, der Peter. Auf in das nächste Land namens Lakebar. Legbar. Ja, sind wir in Legbar und haben ein Lake da. Und hier ist eine größere Stadt. Mit einem Koch. Aber erstmal ist hier Ärmel. Du bist hier? Ja, ich bin hier. Sag meinen Namen. Ich kam mit Prinz Tyrain her, aber er brach zum Dorf Legbar auf, als er hörte, dass eine Armee im Anmarsch ist. Du hast zwei Sitze gekriegt. Die Truppen und die Außenpostbewachen sind auch mit ihm gegangen. Dieser nette Herr, Lloyd, informierte uns über ihre anrückende Armee. Ich konnte ihn zwar notdürftig versorgen, aber die Wunden, die er erlitten hat, dürften länger und intensiver Pflege. Ich werde jetzt auch zum Dorf Legbar aufbrechen. Bitte kümmere dich gut um Lloyd und wechsle seine Bandagen, wenn sich seine Atmung stabilisiert hat. Ach, der Stinkesockel. So, Captain Plus! Ich drück hier drauf. Und gib mir die Combo verbessert. Und brauche hier eine schnelle Vorbereitung, fällt mir gerade auf. Fünf Sekunden schneller wieder benutzbar. Pater Ärmel schickt dich. Vielen Dank. Jo. Du erkennst sicher meine Rüstung. Dieser alte Soldat hier kämpfte einst in den Truppen von Regan Schericht. Als ein neues Mitglied der königlichen Armee folgte ich einfach den Befehlen, auch wenn es mir jedes Mal schwer fiel. Ich musste Korn von hungernden Bauern konfiszieren und Unschuldige verhaften. Ich musste sogar zusehen, wie einige von ihnen starben. Darum entschied ich mich, Prinz Tyrain zu ergeben. Aber wie du siehst, hat die Fahnenflucht meinen alten Körper nicht gut getan. Als die Verfolger mich letztlich einholten, schien mein Tod unausweichlich. Aber dann wurde ich von Pater Ärmel gerettet. Diese Schmerzen sind nichts im Vergleich zu dem Leid, das ich als Soldat der Regenten anderen zugefügt habe. Na los, geh schon zum Dorf Legbar. Ich sollte jetzt über die Runden kommen. Prinz Tyrain kann jede Hilfe gebrauchen, die er kriegen kann.
Okay, du wolltest mich also nur aufhalten, damit ich nicht rechtzeitig ankomme, ja? Ist hier noch was? Nö. Nee. Ich sollte mich schon mal darauf vorbereiten, demnächst mal wieder Y zu drücken. Okay, ich habe anscheinend eine Schmarrn-Quest geschafft. Und laufe jetzt hier runter. Oh, hier muss ich noch mal was aufsammeln wahrscheinlich. Und was ist hier drin? Nichts. Wieso liegen hier so viele Kisten? Wer nimmt die nicht mit? Gut, wenn die mich nicht angreifen, tue ich es auch nicht. Na toll. Ach, hier unten wäre was Sinnvolles. Obwohl, ich kann ja noch mal ein bisschen XP sammeln. Anscheinend auch noch was. Aber außer einem Genen hörte ich nichts. Und dann muss ich mich jetzt hier anscheinend rechts halten, bei den Paketen vorbei. Und guten alten Ben. Lake Bar und es ist ein Einzelbereich. Da freue ich mich ja schon drauf. Mal gucken, was ich da jetzt wieder alles von A nach B tragen darf. Hey. Eine angespannte Stimmung. Das ist hier wirklich ein Dorf. Da grillen welche, hier arbeiten welche. Und hier ist eins. Was sind das natürlich jetzt? Es ist schon viel zu lange her, werter Prinz. Ist das eure Armee? Ihr denkt doch nicht wirklich daran, diesen Pöbel gegen Fürst Schericht einzusetzen, oder? Eigentlich bin ich. Der Thron gehört seinem rechtmäßigen Besitzer. Das wäre er. Und meine Spione berichten mir, dass ihr noch nicht einmal den Bezwinger aktivieren konntet. Es wird Zeit, das Schwert zu strecken, diese Bande aufzulösen und um Gnade zu flehen. Dann lassen wir euch vielleicht am Leben. Wenn Schericht ihn so dringend will, kann er gerne kommen und ihn sich holen. Tapfere, aber törichte Worte, junger Prinz. Das wirst du bereuen, Junge. Lasst ihn gehen. Wir töten keine Boten, selbst wenn sie unhöflich sind. Und ich habe mich schon vorbereitet. Wie jetzt? Sprich mit Anton. Ja, ich sehe da oben die Karte.
Oh, gut. Du bist sicher angekommen. Ganz sicher, ja. Was den Prinz angeht, er scheint zur See gegangen zu sein. Ich bin etwas besorgt. Er sah so bedrückt aus. Was macht ihr hier? Der Bezwinger ist ein Erbstück der lutheranischen Dynastie. Er soll leuchten, wenn er vom rechtmäßigen Thronerben gehalten wird. So haben meine Vorfahren bewiesen, dass sie des königlichen Titels würdig sind. Daher will Scherich den Bezwinger für sich selbst beanspruchen. Aber er zeigt nicht mal das kleinste Flackern in meinen Händen. Was sagt das über mich? Dass du den Knopf nicht gefunden hast? Versuchst du mich aufzumuntern? Keine Sorge. Darüber komme ich schon hinweg. Diesen Krieg zu gewinnen, ist gerade alles, was zählt. Ja. Ich kann später meinen Wert unter Beweis stellen. Herr, wir werden angegriffen! Die Truppen des Regenten sind hier! Na dann. Gehen wir. Wenn ihr mich lasst. Ich muss wieder deinen Weg gehen. Kann ich das nicht verbinden? Schade. Verschont mein Leben, Eure Hoheit. Ich habe nur Befehle befolgt. Befehle befolgt? Habt ihr das wirklich gerade gesagt? Unschuldige Dorfbewohner sind durch euch gestorben. Habt ihr keinen eigenen Willen? Kennt ihr nicht den Unterschied zwischen Recht und Unrecht? Eine Schande. Du bist kein wahrer Ritter Lutheras. Du bist für diese Gräueltaten verantwortlich. Und du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Bringt ihn weg. Ein hoher Lutherer! Ja, verdienst es! Du verdienst es! Was ist schlimmer, Tod oder lebenslange Verachtung? Wie dem auch sei, wir sind zurück in Lake Bar, außerhalb dieses Dingsbums. Sind die Gerüchte wahr? Ja. Keine Ahnung, wovon du redest, aber ja. Das kommt mir vor wie das Ende aller Tage. So, Gemischtwarenhändler, okay. Hallo, Ausrüstungshändler. Was hast du denn Geiles für mich?
Brustschuss des friedlichen Sees. 110. Verkauft. Inventar. Das kommt mir vor wie das Ende aller Tage. Tauschen. Runter damit. Wieder weg. Burek. Hier hast du mal Platz, mein Schrott. Danke. Und Rangbo kann kurz mal alles reparieren, was ich habe. Danke. Handwerkszeug. Nee, danke, ich bin Kaputtmacher, nicht Aufbauer. Und rüber zu unserem Liebling. Kirian. All das Leid der Dorfbewohner ist meine Schuld. Ja, nee. Dieser Norsewit. Er sagte klipp und klar, dass die Räuber wieder auftauchen würden. Aber du kannst sie solche Gräueltaten niemals wiederholen lassen. Diesmal werden wir ihnen zuvorkommen. Der Feind hat ein Lager. Es befindet sich südlich des Hügels. Ich wurde vom Speer informiert. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und warten, bis der Überfalltrupp kommt. Lass uns Scherichs Überfalltruppe besiegen. Ja, und nebenbei machen wir noch mal kurz für Anton. Die Überfalltruppe wird von sehr Scherich persönlich versorgt. Sie haben nicht nur einen stetigen Nachschub als Feuerwehr als wir, sondern auch hochwertigere Waffen. Das ist kein Grund zu verzweifeln. Wir können ihnen einfach ihre Sachen stehlen. Deal. Das war Post. Da ist Greg. Abenteurer. Stimmt es, dass du die Überfalltruppe überfallen willst? Du musst wissen, dass ich weiß ein, zwei Dinge über die Strategien. Die Überfalltruppe ist eine Expeditionseinheit. Das bedeutet, sie müssen immer Vorräte und Rationen bei sich führen. Wenn du dich in ihrem Lager umsiehst, wirst du Wasserbehälter finden, in denen sie ihr Trinkwasser lagern. Wie wäre es, wenn du sie alle zerstörst, damit ihnen das Wasser ausgeht? Wie wäre es, wenn ich hier weitergehe und einfach diesen tripolaren Transporter öffne? Ah hier, du könntest mal kurz hier, hast du noch? Normaler Heiltrank, überlegener Heiltrank. Sekunde kurz. Lehrlingsheiltrank. Überlegener Heiltrank. Normaler Heiltrank. Wieso habe ich die ganze Zeit am Lehrlingsheiltrank rumge... Ach, egal. Er generiert 50% Trefferpunkte. Und ich sehe gerade mein Liebling. Das kommt mir vor wie das Ende aller Tage. Hier gibt's Angler. Sachen. Gut, ich muss nach unten. Bisschen was aufräumen hier. Bisschen was aufräumen, habe ich gesagt. Im Dorf ist alles in Ordnung. Super. Okay. Einmal ganz in den Süden, bitte. Ups. Als ob das hilft, so. Lager der Raid-Gruppe. Ziemlich viel laufen.
Okay, gut, ja.